Leute und herzlich willkommen bei Was zur Hölle ist Splinter Cell Blacklist? Den Namen Splinter Cell kennt man ja seit geraumer Zeit. Ist eigentlich eine langlaufende Serie mit einigen Spielen. Doch dann kam irgendwann der Entwickler Ubisoft und hat sich gedacht, wie können wir günstig und schnell Spiele produzieren und das ganze Schleichprinzip in diesem langweiligen Spiel wegmachen und es doch mehr Action ersetzen. Das haben sie gemacht, dann kam Splinter Cell Conviction, was für mich eigentlich ab diesem Punkt einen neuen Titel tragen sollte, nämlich 24 die Serie mit Jack Bauer, aka Sam Fisher. Und Splinter Cell Blacklist folgt dieser Tradition. So, wenn ihr das Spiel kauft, es kostet euch 50 Euro im Steam, ihr bekommt zum jetzigen Zeitpunkt eine Beta-Version auf die Festplatte geschmissen, ganz klar. Das Spiel ist unfertig, das Spiel ist buggy und es funktioniert nur die Hälfte. Und dafür zahlt man 50 bis 100 Euro, je nachdem welche Edition ihr kauft. Was auch ganz lustig ist, wenn ihr das Spiel zum allerersten Mal startet, es wirft euch in kein Optionsmenü, gar nichts, das Spiel geht sofort los, kommt das Intro, es kommt die Einführungslevel, Tutorial, bla bla bla. Was die Designer dazu geritten hat, ist mir schleierhaft, denn ich hätte nämlich schon gern ein Optionsmenü, wenn ich irgendwo was spiele. Ja? Also ihr müsst ein bisschen in der Tunnel Rebel, bis ihr dann mal Escape drücken könnt und hier den Punkt Einstellungen habt. Da habt ihr dann Schwierigkeit, euer bevorzugtes Eingabegerät, Maustastatur, Gamepad, Lenkrad, Joystick, schlag mich tot. Tastatursteuerung natürlich, habt ihr ein paar Regler, Hilfe beim Zielen könnt ihr einschalten, muss aber nicht. Tasten sind frei belegbar, könnt ihr konfigurieren, bis ihr schwarz werdet. Gamepad-Steuerung, genau dasselbe, nur könnt ihr hier nicht selber belegen. Ihr habt hier zwischen drei verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten die Wahl. Vibration ein und aus. Audio, ganz nett geregelt. Ihr habt hier verschiedene Regler, Surround Sound, Sprach, Push to Talk. Hier seht ihr die ganzen Lautsprecherpositionen, ganz nett gemacht. Wobei ich mir noch einen extra Regler gewünscht hätte für Stimmen. So viel müsste schon drin sein beim Spiel im Jahr 2013, dass ich fünf verschiedene Regler habe für Umgebungseffekte, Kampfgeräusche, Sprache, Musik und so weiter und so fort. Das wäre vielleicht besonders von einer Firma wie Ubisoft doch schon sehr wünschenswert. Oberflächeneinstellungen sind Sachen wie Tutorial-Nachrichten, Punkte-Feedback, Fadenkreuz, hat automatisch als Einblendenradar und Markierungen für Interaktionen, also Interaktionspunkte wie hier kannst du raufklettern, hier kannst du dich anlehnen und so weiter. Grafikeinstellungen, ihr habt verschiedene Presets, Low, Mittel, Hoch, Ultra, ihr habt Anzeigemodus, Vollbild oder im Fenstermodus, natürlich die Auflösung. Seitenverhältnis 4 zu 3, 16 zu 9 und so weiter und so fort. Erweiterte Optionen, das sieht so ein bisschen mau aus. Nicht sehr, sehr viel zum Einstellen. Ihr habt Texturdetails, Schatten, Parallax Mapping, Tessellation, Texturfiltering, V-Sync ein oder aus, dynamische Umgebungsverdeckung, Kantenglättung, FXAA, SSAA 2x2 Grid, rotierendes Grid, MSA, schlag mich tot, TXMA. Was euer kleines Gamer-Herz so begehrt. Und natürlich DirectX 9 oder 11. Könnt ihr auch durchschalten. Ich habe es natürlich auf 11. Damit bekommt ihr Tessellation. Gamma-Kalibrierung ist natürlich auch drin. Da könnt ihr Regler verstellen, wie ihr wollt. Wie es euch am besten gefällt. Ich lasse das so, wie es ist. Denn das taugt mir. So, das war es eigentlich schon. Was ich aber zugute halten muss, es gibt eine extra Option, wo ihr die Sprache einstellen könnt. Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Espanol, Portugiesisch, Brasilisch und was immer das hier sein soll. Keine Ahnung. So, ich habe die Sprache natürlich auf Englisch. Menü, Hardsprache, könnt ihr alles frei regeln, wie ihr wollt. Untertitel anzeigen, ja oder nein.
So viel zu den Einstellungen in diesem Spiel. Und ihr seht schon, ich habe es auf Ultra. Und das Spiel sieht nicht gerade berauschend aus. Figuren sehen aus wie Puppen, will ich schon fast meinen. Just not sure I'm gonna explain Benghazi if I ever transfer back to the CIA. By the time we're done, it won't even be a memory. I hope so. Ihr habt hier so ein Pseudo-Rollenspiel Antwortsystem, wo ihr dann quasi über die Personen eure Status abfragen könnt, Missionen starten und so weiter und so fort. Ich wollte jetzt eigentlich nur diese puppenhaften NPCs zeigen oder Sam Fischers Gesicht. Es sieht ein bisschen seltsam aus. Augen und so ja ganz okay mit dem Glänzen und so, aber der Rest nicht so toll. Das Spiel spielt primär auf diesem Flugzeug, das sich Paladin nennt, ja, unser Paladin. Und wir können hier frei rumlaufen, wir können telefonieren mit unserer Tochter, wir können mit den Leuten reden und so weiter und so fort. Also es ist so ein Drumherum, wir sind ein Team-Schema. Aber ganz wichtig ist eigentlich dieser Tisch, auf den ich gerade zugegangen bin. Dieses SMI. Hier, sehr schön zu sehen. Über dieses Pult steuert ihr den Mehrspielermodus Spione gegen Söldner und den Koop-Modus, genauso wie die Einzelspielerkampagne. Es sei aber an diesem Punkt gesagt, Multiplayer funktioniert nur, wenn es will. Koop funktioniert überhaupt nicht. Also wenn ihr das Spiel für Koop kaufen wollt, wartet noch ein paar Monate oder ein paar Wochen, je nachdem. Denn ihr könnt nicht mit dem anderen Spieler verbinden. Es ist total kaputt. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Ich habe es mit dem guten Kneiplex getestet. Wegen ihm habe ich das Spiel gekauft. Er hat mir super tollen Fun, Multiplayer, Koop, Adventure versprochen. Wurde nicht gehalten. Ubisoft ist natürlich schuld. Es funktioniert halt nicht. Keiner kann connecten. Ich nicht zu ihm, er nicht zu mir. Multiplayer-Spiele im Spion gegen Söldner-Modus funktionieren nur ganz sporadisch. Ganz, ganz selten bekommt man mal ein Spiel zu laufen, wenn überhaupt. Finde ich schon eigentlich eine ziemliche Frechheit für 50 Euro, muss ich schon so sagen. So, lassen wir den Multiplayer mal außen vor. Wir haben hier verschiedene Punkte. Der rote Punkt ist die Story-Mission, die führt die Kampagne weiter. Und die grünen sind Nebenaufgaben, also Sidequests im Endeffekt. Die könnt ihr im Koop oder Solo bestreiten, wenn ihr wollt. Koop funktioniert natürlich nicht, deswegen haben wir nur Koop. Es gibt auch Missionen wie diese hier. Schmuggler versteckt, da steht extra dabei, nur Koop. Ganz interessant, nachdem der Modus noch nicht funktioniert. Aber ich würde mal sagen, wir starten mal so eine Sidequest. Pakistan-Botschaft? Nee. Seefestung Hawkins, das hört sich doch mal ganz gut an. Zapfe die Kommunikation der Engineers an, die über den Datenhub verläuft, ohne eine Spur zu hinterlassen. Sprich, eine Stealth-Mission. Talk to me about that side op that you're running. I've been tracking the engineers online. Ja, wir bekommen natürlich, wenn ihr die Mission versucht zu starten, immer so kurze Gespräche mit euren NPC-Kollegen, ja. Und da könnt ihr Schwierigkeitsgrad auswählen, die Mission anhalten, sprich ihr müsst die Mission nicht machen, ihr könnt die auch zurückschieben, wenn ihr wollt. Oder ihr startet die Mission, dann kommt ein Fenster, Solo, Online oder eben Koop. Nachdem das nicht funktioniert, machen wir das Solo. So, dann könnt ihr eure Ausrüstung bestimmen und das ist eigentlich, ja, ganz interessant gelöst, aber auch nur, es fühlt sich angetackert an, denn ihr könnt euch Ausrüstung kaufen. Nämlich so Sachen wie Haftminen, Haftkameras, Tricopter und so weiter und so fort. Das ist natürlich mit Geldkosten verbunden. Ihr seht hier oben rechts meinen Kontostand, $370. Und ich muss mir jeden Schnickschnack kaufen. Blendgranaten, Splittergranaten, Brandgranaten und so weiter und so fort. Das geht sogar bis in meine Nachtsichtbrille, dass ich dann vielleicht mal so ein Wärmebild hätte oder da steht gar nichts für Distanz, integriert die Optik und so weiter und so fort. Da steht alles mit dabei.
Wo es dann schon wieder ein bisschen frecher wird oder was ich nicht so ganz verstehe, ist, du kannst sogar seinen kompletten Anzug kaufen. Und damit beginnen die Probleme im Spiel. Ich werde darauf eingehen, wenn ich in der Mission bin. Also ihr könnt auch primäre Waffen kaufen, sekundäre Waffen, Spezialwaffen, wie zum Beispiel eine Armbrust, wenn euch das gefällt, oder halt verschiedene Waffen, wie zum Beispiel das MP7A1 oder die Vector oder die Famas oder die 416 und so weiter. Wenn ihr die Waffe dann auch noch kauft, könnt ihr die auch noch tunen. Also es ist noch nie vorbei mit dem ganzen Spaß. Wie ihr seht, Präzision und viel mehr Stabilität und so weiter. Verschiedene Visiere, und ihr seht auf der rechten Seite auch immer, was sich verändert. Zum Beispiel Präzision geht um ein Kästchen hoch, aber Kontrolle geht um zwei runter. Kann man kaufen, muss man aber nicht. Was euch halt da so gefällt. Der Schwarzmarkt gibt es auch noch einiges, ist aber alles gelockt im Moment. Da habe ich noch keinen Zugriff drauf. So, ich würde mal sagen, wir lassen das so, wie es ist, und wir gehen einfach in die Mission Seefestung Hawkins am Ärmelkanal. Und ich sollte euch erklären, was mein Problem mit diesem Spiel ist. Ich habe viele Probleme mit dem Spiel. Zum einen, dass es 50 Euro kostet und nur die Hälfte funktioniert. Ja, Koop funktioniert nicht, Multiplayer funktioniert nur so halb. Kampagne und Nebenmissionen funktionieren, aber nun gut, ist halt ein böser Beigeschmack, sag ich mal. So, wenn euch Splinter Cell, wie ist das, das Splinter Cell, das beste Splinter Cell, was wir hier hatten? Splinter Cell. Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Chaos Theory, genau. Splinter Cell Chaos Theory war das beste Splinter Cell. Wir hatten so viel verschiedene Sachen drin, es war einfach toll. Und was euch auffallen sollte, wir sehen unten links nur den Radar. Es gibt kein Regler, wie gut sieht mich der Gegner oder wie gut hört mich der Gegner, denn Schleichen gibt es nicht mehr in diesem Spiel. Wenn ihr euch erinnert, in Chaos Theory konnte Sam Fisher mit dem Mausrad gesteuert werden. Ja, er konnte drosseln, wie schnell er sich bewegt, also ganz langsam schleichen, ein bisschen schneller, bis halt zum normalen Sprint in der Hocke, wie das hier. Das ist die einzige Fortbewegungsmöglichkeit, was Sam Fisher hat. Oder halt laufen. Mehr gibt's nicht. Und das ist schon für ein angebliches Schleichspiel schon irgendwie happig beziehungsweise mager. Das muss ich schon mal ganz deutlich sagen. Des Weiteren gibt es auch Missionen, die nicht in Stealth zu lösen sind. Auch wenn das Spiel sagt, hey, du kannst spielen, wie du willst. Nein, die allererste Mission macht das schon sehr deutlich. Und der hat mich gesehen. Ich glaube, ich habe ihn gerade getötet. Ihr könnt im Blacklist umschalten, ob ihr den Nahkampfangriff tödlich ausführen wollt oder nicht. Ja, den musste ich jetzt erschießen, das half alles nichts. Wie gut euch die Gegner sehen können, das hängt jetzt nicht davon ab, wie gut ihr euch verstecken könnt, ob ihr im Schatten seid oder nicht, sondern welchen Anzug ihr anhabt. Sprich, ihr habt ja gesehen, vorhin im Menü, im Ausrüstungsbildschirm, ich konnte mir ja Waffen kaufen und auch Anzüge, ja? Und Teile des Anzuges, Stiefel, Handschuhe, Kopfbedeckung, Torsopanzerung. Und die haben verschiedene Bonuswerte. Sprich, wenn ich ein anderes Oberteil anziehe, bin ich auf magische Weise besser oder beziehungsweise bin ich dann schlechter zu sehen für die Feinde. Obwohl die Oberteile eigentlich alle gleich sind, nur dass mal an einem ein Kabel dranhängt oder so oder anderes Muster hat. Und deswegen bin ich dann besser gestealth, sage ich mal, ja. So ein System funktioniert zwar ganz gut für Unlocks im Sinne von, hey, du kannst dir Waffen kaufen, aber wenn das Stealth abhängig ist von meinem Portemonnaie oder von dem Oberteil, das ich zurzeit anhabe, ja, ich habe das mit den Längsstreifen anstatt das mit dem Querstreifen und deswegen sehen mich Feinde um 50% schlechter als zuvor. Das ist ein bisschen dämlich.
Und ein bisschen ist untertrieben. Und ich habe gerade ein Klickgeräusch gehört, das heißt, der Typ hat einen Helm auf, der da vorne, den ich gerade so wunderbar erschossen habe. Ihr habt auch nicht mehr die Interaktionsmöglichkeiten wie in einem Chaos Theory, dass ihr sagen könnt, Lichtschalter anschalten geht noch. Was nicht mehr geht, ist zum Beispiel hier unter Türen hindurch gucken. Zumindest weiß ich nicht, dass es geht. Ich habe es noch nirgendwo gesehen oder gefunden. Ihr könnt Türen aufbrechen, das ist noch vorhanden, aber ansonsten ist das ziemlich abgespeckt. Es geht wirklich mehr in die Action-Richtung von Conviction. Ihr habt auch ein Schnellzugriffsmenü auf Tab für Nachtsichtgerät zum Beispiel. Nicht, dass ihr das Nachtsichtgerät jemals brauchen würdet, denn das Spiel ist allgemein ziemlich hell, auch im Schatten. Wie ihr sehen könnt, das soll ein dunkler Bereich sein, er ist trotzdem ziemlich hell, also ich brauche das Nachtsichtgerät eigentlich nie. Das ist auch eine ganz hübsche Mission, da oben ist schon ein Sniper, wir sehen den roten Laserpointer. Was habe ich denn noch für Probleme mit dem Spiel? Wir können uns nicht mehr abrollen. Eine der lustigsten Fortbewegungsmethoden, die ich gern in Chaos Theory benutzt habe, ist das kurze Sprinten und dann das Abrollen, ja. Das hat mir so viel Spaß gemacht, das geht nicht mehr. Wir können uns halt nur noch in einer Geschwindigkeit fortbewegen. Stehend oder in der Hocke, das ist alles. Mehr geht nicht mehr. Finde ich ein bisschen schade. Und dass das ganze System mit dem Unlock drinnen ist, dass ich sage, mein Stealth ist abhängig von dem, was ich anhabe, ist für mich sehr, sehr dämlich und nicht nachvollziehbar. Ich meine, ich hatte in der ersten Mission schon Instanzen oder die tollen Bugs, dass die KI-Wache mich durch die Wand gesehen hat, ja. Da war ein Türrahmen und die Wache stand ungefähr hier auf diesem Stein und hat mich durch die Wand gesehen und hat den Alarm ausgelöst. Und ich war halt dann schon ziemlich im Arsch deswegen, kann man so sagen. Das Spiel ist nicht nur unfertig in der jetzigen Fassung. Also wenn ihr 50 Euro bezahlt auf Steam oder sonst irgendwo, ihr bekommt eine Beta-Version. Ich wurde von der Kamera entdeckt, die ich nicht gesehen habe. Was auch wieder zurückkommt von Conviction ist, dass wir Leute markieren können. Wir können dann diesen Schnellkill ausführen, wenn wir wollen. Hat nicht mehr wirklich viel mit dem guten alten Splinter Cell gemeinsam, aber hey, es ist halt drin. Genauso wie diese Schnell-Sprint-Funktion von Deckung zu hüpfen, das gibt's auch noch. Wie wir jetzt sehen, wups. Und schon bin ich hinter der Deckung. So, nachdem ich nicht mehr schleichen kann. Der wird mich jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Ja. Splinter Cell war immer ein Schleichspiel und das Schleichen wurde entfernt. Genauso wie Gegner nehmen auch keine Geräusche mehr wahr. Von euren Schritten, sonst würde mich der jetzt normalerweise schon hören. Ihr werdet nur automatisch erkannt, beziehungsweise die KI sagt dann, oh, hinter mir ist irgendwas. Das passiert automatisch und der weiße Balken geht hoch. Wenn er rot wird, seid ihr entdeckt. Wenn er weiß bleibt, dann noch nicht. Problem ist halt, wie gesagt, der geht immer hoch, wenn ihr hinter einer Wache seid. Also wenn ihr nicht schnell genug E drückt, löst ihr den Alarm aus, weil er euch halt sieht. KI-Kameraden bzw. Feinde sind stockdumm. Ich habe die Tür geöffnet, das merkt ihr überhaupt nicht. Er geht der Sache nicht mal nach. Er läuft seine normale Route ab und beachtet das überhaupt nicht. Und es war so eine Situation in der ersten Mission, wo mich die gegnerische KI durch die Wand gesehen hat. Deswegen muss ich hier ein bisschen gucken. Was that door already open?
Ah, nur wenn er direkt davor steht, sagt er, war die Tür denn schon mal offen? Und anstatt die Wache zu töten, macht er die Tür auf. Naja, ja, was heißt Wache töten? Ausnocken. Es gibt natürlich wieder lustige Bugs, die Wache buggt im Boden rum. Viele Leute beschweren sich auch darüber, dass das Spiel bei vielen Systemen Grafikfehler wirft, also so lilane Fragmente auf den Bildschirm zaubert, wo das Spiel natürlich unspielbar wird. Fehlende bzw. fehlerhafte Texturen werden geladen, wo man dann so, wie nennt man das? Ja, wo man statt der richtigen Textur nur so lila Flächen hat und sowas. Das ist richtig böse Grafikfehler. Mir ist es schon passiert, dass das Spiel die Mission nicht geladen hat, beziehungsweise dass das Spiel einfach im Hauptmenü hängen geblieben ist. Als ich eine Mission anfangen wollte, da kam der Button Fortsetzen, den konnte ich drücken bis zur Vergasung. Es passierte nichts, da ist das Spiel hängen geblieben. Multiplayer funktioniert nicht, Koop funktioniert nicht, Singleplayer funktioniert, ist allerdings nicht so spannend geraten. Ihr habt nämlich nur ein paar Missionstypen, also bei den Sidequests vor allem. Entweder töte alles leise oder besorg verschiedene Sachen wie hier diese Punkte, Laptop oder eine bestimmte Person gefangen nehmen. Und so weiter und so fort. Das sind eigentlich die Sachen von den Sidequests, was sie permanent macht. Die Story ist auch nicht wirklich interessant. Es ist wieder so 0815 Geheimniskrämerei, wo viel Potenzial verschenkt wird in der Kampagne, denn die Story wird nicht in den Missionen erzählt, sondern wirklich nur auf diesem Paladin-Hauptquartier-Flugzeug-Gedöns, ja. In den Gesprächen mit euren Teamkameraden wird die Story fortgeführt. Ist ein bisschen sehr, sehr trocken, nachdem die Figuren wirklich wie Puppen aussehen. Ist halt sowas, das mich so ein bisschen aus der Story dann rausreißt, wenn ich halt... Da gibt es einen Charakter, der hat wirklich richtige Fischaugen. Das ist wirklich nicht mehr hübsch. Also, grafisch ist es wirklich nicht der Reißer. Es ist in meinen Augen sogar ein bisschen schlechter aus Conviction. Ich meine, ein paar nette Effekte hat es, wenn man hier sieht, dieses grüne Leuchten von der... vom Visier, aber das war's auch schon. Gut, Nachtsichteffekt, alles wird grün, das sollte eigentlich normal sein, beziehungsweise kann sich jeder denken, wie es abläuft. Spielbasiert auf der Unreal 3 Engine, wie man vielleicht sehen kann. Kamera. So, die Kamera machen wir mal aus. Natürlich kann man wieder nur an bestimmten Punkten interagieren. Also an Sachen hochklettern und so weiter und so fort. Das geht nicht überall. Viele gute Moves von Sam Fisher wurden entfernt. Wir können nichts mehr durchschneiden. Irgendwie Papierwände wie in Chaos Theory in diesem Japan-Level. Wir haben auch nicht wirklich viele Möglichkeiten, mit Leuten zu interagieren. Wir können die Gegner wegtragen, das geht noch, aber das war's schon. Wir können keine gegnerischen Waffen nehmen, gar nichts. Da steht eh Hacken, ich drücke eh, aber es passiert nichts. Ach, jetzt wird. So, wir haben ein Missionsziel erfüllt. Hier unten wäre ein Laptop. Denk mal, den muss ich holen. Das Upgrade-System im Spiel betrifft nicht nur Sam Fisher, sondern auch euer Paladin-Hauptquartier. Das könnt ihr die ganzen einzelnen Räume upgraden, wie zum Beispiel das Cockpit. Es gibt euch unten links ein Radar. Wenn ihr es zweimal upgradet, zeigt es euch die Feindposition an. Wenn ihr es noch weiter upgradet, bekommt ihr dann sogar Anzeigen für Sichtkegel von den Feinden und Hörreichweite. Ihr könnt die Waffenkammer upgraden, ihr könnt die Krankenstation upgraden, damit Sam Fisher schneller wieder Lebensenergie regeneriert. Denn Medikits gibt es ja nicht mehr. Das ist eine Sache der Vergangenheit. Wir haben automatische
Lebensenergie-Regeneration, wie wir sie aus Call of Duty und so kennen. Sonst bleibt eigentlich alles beim Alten, und mit Alten meine ich Conviction. Wer das Spiel gerne möchte für Nostalgie-Trip in Sachen von, hey, es ist wie Chaos Theory, der wird enttäuscht. Definitiv. Genauso wie Ubisoft gesagt hat, ihr könnt Missionen auf 100 verschiedene Arten spielen, das stimmt natürlich auch nicht. Ihr habt immer nur ein paar Möglichkeiten, sage ich mal. Hängt natürlich davon ab, wie viel Geld ihr gemacht habt in den einzigen Missionen, damit ihr euren Charakter auch upgraden könnt. Also es ist alles sehr, sehr eingeengt am Anfang, bis ihr die Kohle habt, um euch hier irgendwas kaufen zu können und so weiter und so fort. Ihr werdet wahrscheinlich auch viele Missionen mehrfach spielen, um einfach an Geld zu kommen. Da oben hängt eine Kamera. Ich bin aber noch aus Reichweite, sonst wird das Fadenkreuz nämlich rot. Laserfallen, das ist ja nett. Aha, Vorsicht. Ist jetzt aber auch nicht schwer, da durchzukommen, ihr habt es gesehen. Es ist halt alles nicht mehr so knifflig und spannend wie in den alten Splinter Cells, wo es halt noch so richtig undercover Geheimagent war. Es ist halt wirklich mehr so wie die Fernsehserie 24, es ist halt mehr Action. So, ich habe noch 2 von 3 Zielen. Warum ist mir schleierhaft? Aber anscheinend muss ich noch zu dem Punkt B. Die Frage ist gerade, wie komme ich zu Punkt B? Also ihr seht schon, es ist eigentlich alles wie gehabt. Ich kann nicht mal auf die Couch springen. Ich kann so eigentlich gar nicht springen, ja. Ich kann mich nicht abrollen, ich kann mich nicht springen. Es ist halt ziemlich linear. Mit vorgegaukelter Freiheit. Will ich jetzt schon fast meinen. So, dürften Wachmänner dahinter sein, oder? Ja. Weit gefehlt. Ist ein Stockwerk höher anscheinend. Und ich frage mich gerade, wie ich da hinten zu diesem blöden B komme. Oh ja, wir können Türen auch aufbrechen, wenn wir drauf zulaufen. Ja, das ist Splinter Cell Blacklist eigentlich in kurz und knapp erklärt. Also im jetzigen Zeitpunkt ein ziemlich kaputtes Spiel, da wo nur die Hälfte funktioniert. Für Koop könnt ihr es vergessen, das funktioniert im Moment überhaupt nicht. Kampagne ist ganz spaßig, aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Da haben wir schon deutlich Besseres erlebt. Naja, was unterm Strich bleibt, ist ein ganz lustiges Spielchen, aber wenn ihr es abwarten könnt, wartet lieber und kauft euch das Spiel für den halben Preis dann in halbem Jahr oder so. Wenn es gepatcht ist, wenn Multiplayer funktioniert. Conviction hatte nämlich dasselbe Problem am Anfang. Da ging der Koop-Modus ja auch nicht. Da wurde man auch immer wieder vom Spieler getrennt, konnte nicht verbinden und so weiter und so fort. Was soll denn das da bitte sein? Nichts Ganzes und nichts Halbes. Ja, normal könnte man da vorbeigehen, geht aber nicht, weil der gute Sam nicht klettern kann. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich den Alarm auslösen. Oder auch nicht. Auf jeden Fall liegt hier ein Telefon. The data taps are online and all systems are green. Your next move is to get out of there. Quiet or noisy? Keep it quiet and get to the dock for exfiltration. Okay, jetzt müssen wir das Ganze wieder zurückgehen. Okay, natürlich bin ich da jetzt voll durchgelaufen. Das war natürlich pure Absicht. Und die Mission startet natürlich wieder von neuem. Was mich aber jetzt nicht wirklich interessiert. Ich brich die Mission einfach mal ab. Das ist Splinter Cell Blacklist im Großen und Ganzen. Ihr bekommt
Side Missions ohne große Story mit ein paar Aufgaben. Geht zurück, bekommt ein bisschen Geld dafür, kauft euch neue Ausrüstung, geht wieder in Kampagne und macht da halt weiter. Wirklich spannende Missionen gibt es nicht, das betrifft's. Aber die Side-Missionen kann ich euch jetzt sagen. Kampagne habe ich noch nicht viel gespielt, nur eine Mission. Da kann ich mir jetzt noch kein Urteil erlauben, habe ich auch nicht vor. Aber ich habe schon von vielen Personen gehört, dass die Story wirklich sehr altbacken vorhersehbar sein soll. Wenigstens in einem 0815 Spionage-Thriller, das so üblich ist. So soll es sein. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe Kampagne, wie gesagt, noch nicht gespielt. Ich habe jetzt das erzählt, was ich weiß, was ich gesehen habe. Bisher bin ich doch schon ein bisschen enttäuscht von dem Spiel, besonders für 50 Euro, nachdem nur die Hälfte funktioniert. Es gab auch schon Patch auf Version 1.01. Sollte den Koop beheben. Hat es nicht getan, Fehler sind immer noch drin. Einige lustige Bugs waren zum Beispiel auch, dass das Spiel nur im Fenstermodus gestartet ist, in schlechterer Auflösung. Ihr musstet dann den ganzen ersten Level im Fenstermodus spielen, bis ihr zum Optionsmenü kommen konntet. Und ja, es sind halt einfach so Bugs, wo ich sagen muss, das muss nicht sein. Warum stelle ich eine Beta online, wenn es noch nicht bereit ist für den Release? Und das ist ganz klar der Fall bei Splinter Cell Blacklist. Ihr bekommt im Moment eine Beta für 50 Euro, ich kann es nur wieder sagen. Wartet am besten noch ab, bevor ihr euch das kaufen wollt, wenn dann der Koop funktioniert und ihr einen Partner habt, mit dem ihr spielen könnt. Des Weiteren kann ich euch nicht mehr sagen oder mehr zeigen. Ihr habt gesehen, wie es abläuft. Ihr seht, wie es aussieht. So viel zu Splinter Cell Blacklist und zu dieser neuen Folge, was zur Hölle ist. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei oder es war informativ. Mein klares Fazit lautet, wartet mit dem Kauf, wartet noch ein, zwei Patches ab. Also ihr habt so viel Geld, dass euch das egal ist. Ich hab's euch gesagt. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bin euer Zark und ich sage immer, stay tuned and so long.